Aluminium. So, habe ich das mitgenommen? Ja. Sicher? Aua. Ja. Gut. So, das heißt, wir brauchen Pneumatik-Servos und unsere Energy-Zell. Ich schmeiß mal hier erstmal hier das rein. Pneumatik-Servo. Pneumatik. Ah, okay. Ah, da unten ist er aber. Den brauchen wir. Das ist Glas, Eisen, Redstone und Glas. Naja, okay, das sollten wir hinkriegen. Wir brauchen 3 Stück. Und dann ist unser Eisen fast hinüber. So. Ich hoffe, wir kriegen dann noch die Energy Cell hin. Ansonsten muss ich tatsächlich nochmal minern gehen. So, dementsprechend waren das, Glas war glaube ich immer nur eins, es ist jetzt dämlich, warte mal, ich muss nochmal gucken. Ah nee, ein Redstone-Glas, ah okay, 3 Redstone, 3 Glas, 2, 4 und schon haben wir 3 Servos, die brauchen wir, gut, dann haben wir das. Das können wir beiseite legen, das können wir beiseite legen. Die setzen wir dann da ein und wir müssen jetzt unsere Energy Cell bauen. Energie mit Y. Da haben wir sie. Wir bauen erstmal diese hier. Diese besteht aus Kupfer und Redstone und Elektrum. Oh, das müssen wir erstmal herstellen. Okay. Und dann Lead, Glas und einen Block auf Redstone. Wir müssen noch Redstone besorgen. Wir haben eindeutig zu wenig Redstone. Mischt. Aber die können wir schon mal einsetzen. So. Dieser Pneumatik-Servo sorgt eigentlich dafür, die kann man auch in anderen Leitungen, die könnte ich auch hier einsetzen, sorgen eigentlich nur dafür, dass ich hier ein Interface habe. Die installieren wir jetzt erstmal. Worauf ich jetzt zugreifen kann. Wenn ihr seht, ich kann jetzt hier reingehen, dann bekomme ich jetzt hier, ich mache mal hier ein paar X'e rein, bekomme ich hier einen Fluid-Filter, also ich kann, ein paar Item wäre das dann ein Item-Filter, den ich einstellen kann. Ich könnte hier auf Blacklist oder Whitelist schreiben. Also Blacklist heißt, das, was hier drin ist, soll er nicht rauspacken. Das und Whitelist heißt, das, was hier reingelegt ist, soll er machen. So, das ist natürlich disabled und wir machen jetzt einmal auf High. So, und somit ist, jetzt weiß ich, was auch gefehlt hat, auch mit dem Schalter. High. So, das heißt, ich habe jetzt hier Redstone aktiviert. Das heißt so viel, wie als wenn ich einen Schalter dran hätte. So, was mir jetzt fehlt, das war auch beim Schalter das Problem. Ich muss ja hier noch den Ausgang einstellen. Dafür bräuchte ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt habe, so einen komischen Hammer. Creaset Hammer heißt das Ding, glaube ich, bei Dingsbums. Also etwas zum Einstellen. Ich guck mal, ob wir im Werkzeugrack sowas haben, aber ich fürchte, sowas haben wir uns noch gar nicht gebaut. Warum auch? Haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Gut. Dann schauen wir mal, ich meine, Creaset Hammer heißt das. Das ist das Ding von Thermal Expansion. Das bauen wir aus Eisen, Zinn und Eisen. Ja, okay, das sollten wir hinkriegen. Das Zinn haben wir. Eisen. Und dann gehen wir hier mal ran. Eisen und Zinn in die Mitte und schon haben wir diesen Creaset Hammer. Jetzt können wir, es wird Zeit, dass der Aufzug gebaut wird, weil runterspringen will ich jetzt auch nicht, obwohl ich habe volle Herzen. Ich springe mal runter. Oh, okay, 3,5 Herzen sollte man nicht zu oft machen. So. Und mit dem Creaset Hammer kann ich jetzt sagen, hier ist Ausgang, da ist Ausgang, da ist Ausgang. Und dadurch, dass ich jetzt auf High gestellt habe, High heißt, es braucht Redstone. Ich muss auf Ignored machen.
ignored oder low. Und dann gehen die an und jetzt pumpen die Lava da rein und der macht Strom. Sehr schön. Der ist ja neuerdings so eingestellt, dass er immer ein bisschen Strom verbraucht. Auch wenn er quasi nichts abgeht. Damit, wenn die Lava hier leer geht, er das hier abbaut. Und von daher ist das im Moment halt ein Minusgeschäft, was wir hier machen. Aber damit können wir noch leben. Jetzt bräuchten wir natürlich Redstone. Wir brauchen... sag schnell, ich komme nicht drauf. Wir brauchen natürlich hier oben einen Abnehmer. Sprich, einen Furnace. Den würde ich nämlich ganz gerne als erstes bauen. Furnace. Und da der Redstone Furnace heißt, wird der wahrscheinlich auch ordentlich Redstone brauchen. Wobei es geht, obwohl das Machine Frame... Gold, Glas, Stahl, Pick Iron Flakes, aha, Stahl, ja, super, Stahl, Rotary Craft Stahl, Raycraft Stahl, ja, Raycraft Stahl, weiß ich, wer hergestellt wird. Ich guck gerade, ob ich noch, ich gebe einfach mal Steel ein. Von Tinkers, wie stellt man den her? Molten Steel, ja, hahaha. Block of Steel. Molten Steel. Steel Chart. Steel. Weil den kann man auch mischen, das weiß ich. Bloß, nee, kann man gar nicht mischen, weil wir das gar nicht drin haben. Das ging mit Dings, Neta Pick Iron Ore, da wird Stahl draus. Ach, jetzt sag nicht, wir müssen in den Neta. Ja, das mit der Energy Cell hat sich dann erstmal erledigt. Weil ich im Moment nicht an Stahl rankomme. Ja. Zumindest nicht über Tinkers. Komme ich sonst irgendwie dran? Wo haben wir denn noch Stahl-Ingots? Da, von Ender.io. Electrical Steel, aber den wollte er ja, glaube ich, nicht haben. Railcraft Steel ist klar. Und das haben wir. Sind alles Steel Ingots und von Rotary Craft. Ja, das ist der HSA Stahl, aber den nimmt er ja, glaube ich, nicht, oder? Nimmt er den HSA Stahl? Das können wir mal ausprobieren, den haben wir ja eventuell noch. Oder auch nicht. Dann müssen wir nochmal welchen herstellen. Weil das würde mich jetzt interessieren. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ach, Quatsch. Doch. Energie. Da. Und, nee, das ist ein anderer Stahl. Von Rotary Craft. Wieso will der jetzt Lead Ingot haben? Habe ich auf den falschen geguckt? Ah, ich habe auf den falschen geguckt. Ach nee, ich war ja auch beim Ofen. Mensch, ich war ja beim Furnace. Ich war ja beim Furnace. So. Machine Frame. Pick Iron Ingots. Ja, Pick Iron Ingots. Also den HSA-Stahl können wir nicht nehmen. Gut, dann hat sich das erstmal erledigt. Das heißt, ich muss noch eine... hier habe ich ja noch eine. Dann kann ich den Puffer erstmal vergessen.
Nein, ich kann den Ofen vergessen. Den Puffer kann ich nicht vergessen. Den Ofen kann ich vergessen. Mist. Was haben wir denn noch an Furnissen? Das ist der normale, das ist der Blast Furnace, ist der Slab Furnace. Super. Jetzt haben wir hier kein Furnace. Wie funktioniert der denn? Aha, okay, der wird auch nur manuell funktionieren. Tja. Gut. Das heißt, wir haben jetzt keine Möglichkeit, mit diesem Strom erstmal Dings zu machen, ohne dass wir Stahl haben. Gut, das wird eine Aufgabe, die etwas länger dauert. Das heißt, unser Projekt ist vorerst mal auf Eis gelegt, weil da muss ich viele Sachen für besorgen. Und wir werden wohl oder übel früher oder später in den Nether müssen. Wo ich noch nicht so von überzeugt bin, ob ich das überhaupt will. Aber na gut. So, dann machen wir da mal das, da mal das. So, gut, dann ist das hier Bastelkram wieder hier. Das tun wir mal da rein. Obwohl das eigentlich noch anders hin muss. So, ein Crystal Hammer und die Chisel kommen in die Dings. Den Schalter kann ich mal hier reinhauen. Den Eimer nehmen wir fast aber mal mit. Flint brauche ich jetzt nicht mehr wirklich. Doch für die Schaufel und die Hatchet, glaube ich. Die sind noch Flint. Und meine Spitzhacke müsste Eisen sein, ne? Repair. Achso, nee, da ist die Eisen. Mhm. Gut, dann reparieren wir jetzt erstmal diese Spitzhacke mit dem Flint, dass die heile ist. So. Dann, na, das ist ja noch okay. Lass ich eine Flint mal da dran. So. Crystal Hammer legen wir mal beiseite und die Chisel. Gut. Die Eisenspitzhacke repariere ich nochmal. Ein Eiseningot. Und dann würde ich sagen, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ach Mensch. Ach. Ich bin so dämlich. So. Gut. Flint, Eisen. Ach, die Flint brauche ich eigentlich. Die lege ich mal da als Ersatz hin. So. Ich benutze jetzt nur noch Eisen. So. Was mache ich jetzt? Gute Frage. Magical Crops brauche ich jetzt auch nicht anfangen. Was macht unser Beet? Der wächst vor sich hin. Gut. Zucker brauche ich ja jetzt aktuell auch nicht. Haben wir sogar Beet als Pflanze da? Nee, ne? Nee. 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 Gut, ich muss an in den Nether an Stahl rankommen. Oder ich muss hier Wellcraft Stahl bauen. Das heißt, ich bräuchte dafür der Blast Furnace war klar, da muss ich aber auch erst in den Nether für, um an Stahl zu kommen. Macht also auch, ja, irgendwie keinen Sinn. Der braucht auch diesen Machine Frame. Und der braucht auch Stahl. Was ist das für ein Blödsinn? Wie soll ich denn an Stahl rankommen? Wenn ich dafür in den Nether muss? Ich brauche doch erst Obsidian, um in den Nether zu kommen. Muss ich gießen. Muss ich gießen. Lava hätte ich, Wasser hätte ich auch. Gut, dann bauen wir uns ein Portal, dann gehen wir in den Nether. Wenn es so gewollt wird hier. So. Ein bisschen Material. Ein Eimer hab ich. Lava hab ich unten. Wasser kann ich mir eigentlich noch runterlegen.